Siehst du den Boden beben? Siehst du den Rauch am Horizont? Kannst du die Trommeln hören? Tausende müssen sein. Dort stehen sie in Reih und Glied, atmen den Hauch des Todes. Hass erfüllt und voller Wut, wollen sie nur eins, Allianzenblut. Die Horde rennt, sie macht alles nieder, die Horde rennt, nichts kann ihr widerstehen, die Horde rennt. Sie singt ihre Lieder, die Horde rennt und alles hinter ihr brennt. Was findest du besonders an Halle? Die kleinen niedlichen Cafés. Also es ist immer ganz chillig, eigentlich so in Cafés zu sitzen und ja, und im Sommer dann auch die Parks, wenn man dann im Park sitzen kann, grillen kann, unten in der Saale. Das ist gut hier in Halle, ja. Wo gehst du am liebsten essen? Also am liebsten gehe ich ins Waschhaus essen. Die haben immer die besten Suppen und jede Woche eine andere, so sehr abwechslungsreich ist. Und es ist auch eine sehr schöne Location, so mit den Waschmaschinen in der Ecke und da kann man da schon essen und so. Das Waschhaus ist sehr gut, ja. Was stört dich an Halle? Dass es hier keinen Winterdienst gibt. Ich meine, im Winter ist es echt gefährlich, Fahrrad zu fahren. Da kann sich dreimal. Und was ist dein Lieblingsplatz hier in Halle? Mein Lieblingsplatz in Halle? Also am Café der Sede kann man schön sitzen. Draußen so die Würfelwiese im Sommer, weil es nicht ganz überlaufen ist wie die Peisnitz oder unten die Rabeninsel. Das ist schon schön. Die besten Orte hier in Halle, denke ich. André, wo gehst du am liebsten essen in Halle? Im Café Shop. In der kleinen Ulrichstraße. Worin besteht für dich das Besondere an Halle? Ja, Halle ist ja eine Studentenstadt, ja, und demzufolge auch eine sehr schöne Jugend. Alles Gute, dass seine schlechten Seiten. Insofern, was stört dich an Halle? Halle ist ja eine Studentenstadt, ja. Und ziemlich jung, ziemlich dynamisch, ja. Kann manchmal ganz schön auf den Sack gehen. Und an dieser jungen, dynamischen Stadt, wo ist da dein Lieblingsplatz? Im Bett. Alleine im Bett? Freunde im Bett. Wie findest du aggressivere Körpergruppen?